Lieben, heute bin ich in Reisdorf ein bisschen unterwegs und meine Mutter hat bald Geburtstag, Anfang Februar. Und da wollte ich für sie ganz gerne einmal nach einem Geburtstagsgeschenk einmal kurz gucken. Ich habe noch überhaupt keinen Plan, was es sein soll. Ob das jetzt Deko oder Anziehsachen oder weiß ich nicht. Ich gehe aber zu einem Geschäft, das heißt TK Maxx so und, oder TK Maxx. Und mal gucken, was die da so haben. Ich weiß nicht, ob die meisten von euch diesen Laden kennen. Da sind ganz viele Markensachen, die halt eben runtergesetzt wurden. So, und da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns einmal um. So, wir sind hier schon mal bei den Taschen. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte überlegt, ihr eine Tasche zu kaufen. Die hat so eine beige Jacke, ganz hübsch. Und vielleicht eine passende Tasche dazu. Wir gucken einmal. Ja, die Auswahl ist riesig. Wahnsinn. So hübsch sind die ja alle, ne? Mal gucken. Ich glaube, die magst du eine, die man so über die Schulter hängen kann. So, hier ist der nächste Gang mit ganz vielen Taschen. So, in schwarz mit Farben sortiert. So, hier sind Sonnenbrillen. Oder vielleicht irgendwas zum Anziehen. Alles durcheinander hier so ein bisschen. Hier sehe ich gerade auch Bademode. Eine Frau für den Badeanzug. Meiner ist schon ein bisschen älter und passt nicht mehr so gut. Schlabbert so rum, komisch. Aber weiß nicht. So, habe ich bei Intersport gesehen, aber war wesentlich teurer. Das ist 18 Euro. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, oder? Ich nehme den für mich mit. So, hier sind ganz viele Koffer. Wollte ich nicht schenken. Hier sehe ich gerade eine hübsche Jacke von Hilfiger. Aber ich hoffe, es ist super. Kostet 74 Euro. Von 135 runtergesetzt. Nicht schlecht. Aber das ist eher so ein Mantel. Hier kommt der Deko-Bereich. Mich gefunden, aber Adrian bringt mich um. Dieses Jahr. Das ist so ein Kasten, da kann man schön dekorieren, ein paar Pflanzen reinstellen, ein bisschen Deko. Ich liebe solche Kästen, nur mit 20 Euro. Mal schauen. Ich habe es jetzt mitgenommen, ne? Wenn er das Video bearbeitet. Aber voll schön. Hier ist noch mehr Deko. Was für Koffer, aber ist Deko gedacht eher noch? Als Tisch oder so. So eine Körbe. Einfach Vogelhäuser, aber davon habe ich jetzt genug. So, hier kommen wir einmal in die Haushaltsabteilung beziehungsweise immer. Hier ist noch Kaffeebecher und Gewürze. Also richtig fündig bin ich für meine Mutter jetzt hier nicht geworden. Dafür werde ich mal noch woanders gucken, einfach mal vielleicht zum Depot oder so. Mal schauen. Besteck, Pfanne, ganz viele. Nee, sowas möchte ich hier nicht schenken. Mal schauen. Ich frage meine Schwester auch nochmal, was sie dann so für sie überlegt hat. Hier sind ganz, ganz viele Backformen. In unterschiedlichen Größen und Farben und nicht schlecht. Das ist eine kleine Muffinform. Finde ich auch voll schön. Aber wir haben sowas zu Hause schon. Hier zum Beispiel habe ich gesehen, da muss ich mit Max nochmal herkommen, Sportklamotten. Ganz viele Adidas, Nike und was ist mit den ganzen Marken. Die sind wirklich günstig. 24 Euro für eine Hose geht eigentlich, ne? Für eine Markenhose. Und Trikots habe ich auch hier gesehen. Hier zum Beispiel.
Nicht schlecht. Ich habe was gefunden. Ich glaube es nicht. Das sind Eimer. 50 Euro. Wahnsinn. Das ist viel mehr. Ganz viele Jellybeans. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig, habe ein bisschen überall mal geguckt und für meine Mutter habe ich leider nichts gefunden. Ich habe für mich allerdings diesen tollen, coolen Kasten gefunden, den ich mal zu Hause dekorieren kann. Und gerade jetzt kommt bald schon der Frühling und kann man ganz viele schöne Blümchen da reinstecken. So. Und dann habe ich mir dann doch diesen Badeanzug gekauft für nur 18 Euro. Ich habe nur gedacht, also im Vergleich zu diesem Sportgeschäft für 50, nee. Und der sieht genauso aus. Ich weiß gar nicht, ob es eine andere Marke vielleicht mal war. Ja, das war's dann auch von mir. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.